Willkommen zurück. 45 Insignien inzwischen. Und auch dieses Level haben wir bald geschafft. Dann müssen wir irgendwie mal eine neue Welt finden. Vielleicht werden wir dann irgendwie Zeit bekommen. Das werden wir dann sehen. Und ich glaube, jetzt geht es erstmal wieder um Yoshi Eye. Vielleicht brauche ich Yoshi für die nächste Welt. Aber ich bleibe dann erstmal bei der hier. Und schließe die ab. Es sind ja nur noch 3 Insignien. Palmatons Surf Sprint. Oh, das hört sich auch. Ich glaube, das wird meine Lieblingswelt. Bisher, die ganzen Dinger, die haben viel Spaß gemacht. Oh, der will nicht surfen, der will rennen. Das war der Typ. Aber eigentlich war das auch nicht schwer nochmal. Aber der wird jetzt springen und nicht rennen. Ich rede mal mit euch. Ist hier alles jetzt sauber? Es dauert doch nicht bis zum 8. Kapitel, bis alles sauber wird. Da ist eine blaue Münze, die kann... Oh, die kann ich mir am Ende vielleicht holen. Bevor ich dann die Insignie einsammle. Da ist jedenfalls das Ziel von dem jetzigen. Von der jetzigen Aufgabe. Dank dir ist unsere Bucht wieder sauber. Dankeschön. Ich dachte echt, das zieht sich bis zum Schluss. Der ganzen Kapitel. Bis das Gift endlich weggeht. Unser Volk kehrt jetzt hoffentlich nach Hause zurück. Das verdanken wir nur dir, danke. Kennst du diesen Kerl? Er wartet dort oben schon eine Weile auf dich. Ja, wir sind Best Friends. Hüpf. Schön, dass sie hier diese Abkürzung auch gelassen haben. Holla, Drio! Halt dich fest. Du kannst das, Mario. Ich kenne dich doch. Er könnte es, aber er wollte nicht. So, jetzt einfach mal ganz ruhig. Hallo. Syrischer Flüchtling. Hey, hallo, du Schelm. Ich bin Palmaton. Ja, genau, der bin ich. Ich fordere dich jetzt zu einem Rennen bis zu dieser Fahne auf. Muss ich dann rennen oder einfach schwimmen? Je nachdem, was schneller geht. Ein Rennen bis zur Zielflagge. Die Bestzeit liegt bei 40 Sekunden. Das hört sich machbar an. Auf die Plätze fertig und frag mich erstmal, ob ich das überhaupt will. Ups, ich bin... Wow! Der hat sich da in den Kopf gestoßen, habt ihr das gesehen? Okay, ich mach Scheiße. Ich kann nicht... Boah! Ja, ich bin nämlich ja wie so ein Vollprofi. Ja, gut. Oh. Lass mich in Ruhe. Bis 40 Sekunden schafft. Oh, wieso bin ich denn so schnell? Ich war total schlecht eigentlich. Ich gewinne das noch. Ich hab gewonnen. Was ist das? Okay, ich bin enttäuscht. Syrische Flüchtlinge waren auch schon mal schnell. Puh, Schnau. Boah, du bist flink wie ein Fisch. Du bist doch nicht die langsame Trantüte für dich. Doch, ich war sehr langsam. Ich habe Scheiße gebaut. Ich habe mich gar nicht angestrengt am Anfang, weil ich das nicht wahrgenommen habe, dass es schon angefangen hat. Wir sehen uns wieder, halte aus schon nach mir. Manchmal ist es dann halt so total einfach, das Spiel, aber meistens ist es ziemlich schwer. Jetzt nicht vergessen, die blaue Münze einzusammeln. Die Insignie wird ja hoffentlich bleiben. Einfach mal so in der Luft hängend. Witzig. Ich bin übrigens dafür, Flüchtlinge Asyl zu gewähren. Nur damit da keine Missverständnisse aufkommen. So. Bravissimo. Das ging schnell. Piazza Delfino. Ja, das wird angezeigt, also das muss ich schon irgendwie als nächstes machen. Wenn es irgendwie um Yoshi ginge, dann würde man doch das Yoshi-Ei auch zeigen. Aber dafür gibt es ja diese Kurznachrichten. Berichten zufolge, blablub.
Nummer 6, das Geheimnis der Muschel. Ich glaube, das ist ein großes Geheimnis, das viele Männer schon ergründen wollten. In Bahia Paradiso. Ach ja, jetzt ist der Abschnitt mal relevant. Haben wir ja schon von Weitem öfter mal gesehen, aber nicht für voll genommen. Ein O, was soll das O da hinten? Meister Mario, leider liegt unser Schicksal genau in deiner Hand. Ein Pfad zu einer anderen Welt hat sich ganz, ganz oben aufgetan. Was geht denn jetzt hier ab? Andere Dimension. Quantenmechanik. Relativitätstheorie. Sicher wirst du dorthin gehen. Natürlich, du musst dorthin. Entschuldige, dass ich dich darin verwickle. Viel Erfolg. Wir feuern dich von hier unten an. Lebe wohl. Ich gebe mir auch jedes Mal eine andere Synchro-Stimme. Was passiert denn jetzt hier? Ist das ein Wurmloch? Okay, ich weiß, wo das ist, aber wie komme ich da hin? Boah, das ist weit weg. Da ist es. Da komme ich nicht rechtzeitig hin, oder? Da muss ich Turbodüse bekommen vorher. Gibt es hier irgendwo eine Turbodüse? Ja. Das kann man nicht auf normalem Wege schaffen. Irgendwo wird es hier eine Turbodüse geben. Hier ist jedenfalls schon mal eine normale. Irgendwann kann ich auch ein bisschen Boot fahren, nehme ich an. Wir gehen erstmal nochmal zurück. Klingt immer so harmlos, die Musik. Aber was dahinter steckt, ein bockschweres Spiel. Tja. Ui, ich wollte mit dem nämlich noch reden. Du musst die Seile benutzen, um nach oben zu gelangen. Hallo, ich bin kein Anfänger mehr. What the fuck? Soll ich noch ein bisschen weiter nach oben, dann geht das doch schneller. Oder echt von hier aus? Die Muschel ist hier. Aber ich muss sowieso darüber. Ich würde sagen, es ist ein bisschen schneller, wenn ich... Komm da gar nicht hin. Cool. Das ist cool. Geh mal weg. Kann ich dich zufällig anspritzen? Das gefällt dir, hä? Wie langsam ist das? Und kommt wieder von hinten. Kann ich teleportieren? Aus einer anderen Dimension. Aus einer alternierenden Realität. Uiuiui. Solange das Wasser nicht ausgeht, ist alles kein Problem. Oh, das ist mutig. Und verrückt. Normalerweise ist das normal für Mario, dass man ein bisschen schneller machen will. Problem hier ist, wenn man dann einen kleinen Fehler macht, muss man ganz viel neu machen. Das ist mir schon oft passiert. Habe ich dann eine blaue Münze irgendwie gesehen? Ne, das sind diese Viecher. Jo, was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir weiter hoch? Wir müssen... Aha, also wir kommen dann doch noch dahin. Aber halt über Umwege. Geh da mal richtig drauf, Mario. Zum Glück muss ich keine Wiimote hier ausbalancieren. Und werde auch ausnahmsweise mal nicht belästigt von irgendwelchen Elektrozyten. Gut. Und dann sind wir gleich da. Ich ahne, was mich erwartet, weil wir das noch gar nicht hatten in dieser Welt. Moment, war das die Melodie? Ja, war sie. Und wer es jetzt noch nicht weiß, was ich meine, der sollte sich vielleicht ein bisschen mehr meine Videos ansehen oder das Spiel kennenlernen, indem er selbst spielt. Ja, jetzt habe ich mich verwirrt. Wo bin ich? Hätte ich auch andersrum laufen können hier hoch, dann wäre es vielleicht einfacher gewesen als diese Wäscheleine. Runde. Was ist das? Die Muschel ist hier. Scheint mir doch da weiter zu gehen, auch wenn es weiter nach unten geht. Hier geht es dann weiter, ja. Ah, da kann man dann hinten hoch, nehme ich an. Und wehe, wenn nicht.
halt ein bisschen verwirrend, weil es jetzt wieder nach unten geht. Ja, geht doch mal. Ach, geht normal wieder zurück, oder wie? Das ist doch eine flache Arsch jetzt. Die ganzen anderen haben sich die ganze Zeit teleportiert. Wartet nicht auf dich. Jo, wie komme ich denn jetzt da hoch? Sehr verwirrend. Halt dich fest. Boah, ist das so gedacht? Das ist so knapp, das kann doch nicht so... Oh, ich habe kein Wasser mehr. Hilfe! Ohne Wasser bin ich verloren. Das war doch so Absicht von euch, dass ihr das so lange macht, dass das Wasser knapp werden muss. Ah, ich bin aber schon so gut wie da. Kann ich von hier aus? Nee, das ist zu hoch. Wie komme ich denn da hoch? Hä? Hätte ich irgendwas mit dem Rad machen müssen, sag mir das nicht. Gute Frage. Wie komme ich denn? Ach, darüber muss... Oh. Wie kompliziert das ist. Ich finde das cool, weil es alles nicht mehr so einfach ist wie früher. Oh, Wasser ist alle. Ich hätte das doch gerade auch geschafft, oder? Von hier aus. Ehrlich. Die Gefahr besteht... Was ist mit dir denn los? Wie lange hält diese Schwingung? Gut, dann nehmen wir den normalen Weg. Dann halt den nochmal. Bin ich ja schon wieder hier irgendwie. Ich muss halt darüber. Wow, da springe ich aber nicht drauf. Nein! Nein, 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 nein. So, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon im Kreis gelaufen bin. Aber ich musste auch erstmal rausfinden, wie die richtige Route. Sich rotiert. Rotierung. Prinzessin Ruto. Rotierung. Toll. Man kann die Kamera jetzt auch nicht total frei hier bewegen, während man läuft. Da war keine blauen Münzen. Doch, da war noch eine, aber ich weiß noch nicht, wie ich da rankomme. Das wird über diese Wände gehen. Dazu später mehr. Das dauert lange, wenn man jetzt hier mal runterfliegt. Oh. Da beißt man sich aber in den Allerwertesten. Das ist keine Muschel, oder? Ist das die Muschel? Das ist die Muschel. Ich komme aber von da, dann muss ich einen Stockwerk tiefer. Wow. Wollen die wirklich... Wie langsam seid ihr denn? Folgen die mich und warten jetzt hier auf mich? Ich muss mich dann halt irgendwie im Rund runterstürzen auf der anderen Seite. Ohne Wasser ist das ganz doof. Ich glaube, die haben was gegen mich. Ich muss leider springen. Leb wohl, du schnöde Welt. Ah, ja, sie verfolgen mich. Krank. Okay, ich muss jetzt irgendwie runterkommen. Ohne? Ja, toll. Ah, spring! Ja, so war das geplant. Ui, jetzt überrascht mich immer wieder. Ja, da bin ich schon wieder. Gut. Das ist sehr merkwürdig. Ich will jetzt diese eine Abkürzung versuchen. Ich habe hier ein gewisses Problem, Entfernungen einzuschätzen. Jeder bitte mal drauf. Danke. Hüppala. Autsch. Das macht mir überhaupt gar nichts. Ich schmeiße mich jedenfalls nicht runter. Das ist das Wichtigste. Kann ich einfach hier hoch und dann da. Oh, dann mach halt immer wieder dasselbe und nicht mal das oder was anderes. Ein Mario, dass du dich so nicht auf deine Sprungfähigkeiten verlassen kann. Mal wieder hier. Können wir nochmal unsere Route planen? Irgendwie habe ich keinen Bock drauf. Ich will jetzt einfach hoch.
Halt dich fest. So, und jetzt darauf. Das läuft doch schon. Oh, jetzt Kamera. Einfach mal da gucken. Gut. Bringt es was, wenn ich jetzt darüber gehe? Nicht viel, hm? Ist das die Leine von ganz unten, oder wie? Gut, vergessen wir die erstmal. Und nehmen den normalen Weg. Beim letzten Mal hatte ich an dieser Stelle schon kein Wasser, oder? War das hier? Kann ich irgendwie eine Abkürzung nehmen? Nee, hier nicht. Doch, da geht's hoch. Aber ich glaube, das brachte mir nichts. Ich muss darüber und dann... Oh, sorry. Wieder diese Rotierung hoch. Weil das so viel Spaß gemacht hat. Kann ich hier ein bisschen abkürzen? Jawohl. Gut, jetzt habe ich immerhin noch die Hälfte Wasser dabei. Und je weniger Wasser wir haben, desto leichter werden wir. Nur merken wir das nicht wirklich. Amara, geh doch mal mit. Ja, das wollte ich. Genau das wollte ich. So. Ich muss da jetzt... Nein. Zu früh. Gerettet. Oh, ist das grauenvoll. Und jetzt muss man das noch schaffen irgendwie. Aber ohne Wasser ist man hier echt geliefert. Bleiben die einfach stehen? Oder drehen die gleich am Rad, sobald ich komme? Ah, dann langsam kommt das Blaue her. Ich überspringe beide. Und jetzt wartet... Oh, Vorsicht. Wartet die Insignie nicht einfach nur auf mich, sondern es kommt... Ja, es war so klar. Als hätten wir nicht schon genug erreicht für diese Insignie.